Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backen mit Nemesis. Wir machen heute einen wirklich sehr leckeren und auch schnell und einfach zuzubereitenden Kuchen. Nebenbei bemerkt, ist es auch noch der Lieblingskuchen meiner großen Tochter. Liebe Grüße an dieser Stelle, mein Schatz. Wir machen heute den russischen Zupfkuchen. Und eine kleine Anmerkung an dieser Stelle, weil ich es wirklich in den letzten Wochen, Monaten, sogar Jahren so oft falsch gehört habe. Es heißt Zupfkuchen. Das hat mit einem Zopf nichts zu tun, liebe Leute. Hier wird nur gezupft und zwar eine Verarbeitung. Man kennt das ja, dass man halt einen Kuchen hat und die obere Schicht gerne mit Streusel auslegt. Also man hat ja einen Teig, den man sich zur Seite legt bei der Verarbeitung und am Ende des Teiges verarbeitet man diese zu Streusel und belegt damit die Oberfläche. Das machen wir nicht. Wir haben zwar auch den Teig, zupfen allerdings größere Stücke raus und belegen damit den Kuchen. Also zupfen wir. Wir zupfen nicht, wir zupfen. So viel dazu. Und warum der russische Zupfkuchen russischer Zupfkuchen heißt, obwohl er wahrscheinlich gar nicht aus Russland stammt, ich würde sagen, das besprechen wir gleich noch in der Backstube. Genug der vielen Worte, genug der vielen Erklärungen. Ich würde sagen, fangen wir endlich mal an. So, liebe Leute, hier sind wir auch schon und ich würde sagen, beginnen wir, wie es sich gehört, gleich mit den Zutaten. Eines vorweg, lasst euch nicht abschrecken, hier sind wirklich ziemlich viele Zutaten. Ich zeige sie euch alle einzeln nacheinander. Wie gesagt, es sieht mehr aus, als es ist. Wir haben einmal auf der Seite die Zutaten für den Teig. Das wären einmal 150 Gramm weiche Margarine oder Butter. Ich habe diesmal Margarine genommen. Ein Ei. Dann benötigen wir 300 Gramm Weizenmehl plus eine Packung Backpulver. Backkakao, 2 Esslöffel. Dann hätten wir einmal weißen Zucker, 150 Gramm, plus eine Packung Vanillezucker. Das wäre für den Teig schon mal alles. Dann haben wir für die Füllung, haben wir hier nochmal 3 Eier, Größe M. Dann haben wir 200 Gramm weißen Zucker, plus wieder eine Packung Vanillezucker. Eine Packung Puddingpulver, Vanille. Von welcher Sorte ist eigentlich komplett egal. Dann haben wir eine Packung Speisequark, Magerquark, 500 Gramm. Und last but not least haben wir hier nochmal 250 Gramm weiche Margarine. Die werden wir gleich auf den Ofen zerlaufen lassen. Die brauchen wir am Ende für die Füllung. Den Backofen heizen wir vor auf 160 bzw. 180 Grad. Ober-Unterhitze wären es 160 Grad, Heißluft wären es 180 Grad. Und ich würde sagen, im Hintergrund seht ihr vielleicht auch schon die Maschine. Ich mache es heute mit der Maschine, weil wir haben einen Kneteig und ich habe euch in der ersten Folge, als wir den Laberkuchen gemacht haben, etwas über die Kurzbetriebszeiten von diversen Küchengeräten erzählt. Das ist ja bei mir der Fall, deswegen muss ich halt auf die Maschine zurückgreifen. Und ich würde sagen, da will er mich. Was ist denn los hier? Arbeitsverweigerung. Dann packen wir erstmal die ganzen Zutaten hier rein. Und wenn wir das dann gleich am Mixen sind, werde ich da auch wieder einen Schnitt machen, gar keine Frage. Und fangen wir einfach an. Wie gesagt, das ist ganz einfach. Das Mehl für die Leute, die irgendwie Wert darauf legen, die deutsche Sprache korrekt. Backpulver. Einfach rein. Und den Kakao. Na komm schon. Da muss man den erstmal vermischen. Manche wollen dazu. Manche raten dazu ab. Ich habe es nicht immer gemacht, ganz ehrlich. Weil. Ob ich jetzt da vorher Mehl und Backpulver und Kakao mische oder peng. So, ich habe wieder sehr gut gehäufte Esslöffel Kakao. Könnt ihr natürlich je nach Geschmack machen. Wenn ihr nicht so viel Kakao wollt, macht ihr weniger rein. Wenn ihr sogar mehr wollt, macht mehr rein. Das tut dem ganzen Rezept jetzt keinen Abbruch. So, ich vermische das. So, normalerweise kann man das auch sieden, damit es weniger Klumpen bildet. Alles halte das, wie auch schon ganz zu Anfang erwähnt, für ein bisschen too much. Bin ich ganz ehrlich. So,
Welcher Zucker war jetzt richtig? Dieser Zucker war richtig, weil 150 Gramm Zucker. Das war jetzt sehr schlau, den Zucker neben den Zucker für die Füllung zu stellen. Aber wir machen das schon. So, und jetzt ist es ja tatsächlich so, ich habe es ja in der Anmoderation angesprochen, dass der russische Zupfkuchen gar nicht wirklich russisch ist. Ich habe mich mal im Internet schlau gemacht. Tatsächlich ist es so, dass sogar viele Russen zwar den Kuchen kennen, aber nur als Zupfkuchen, nicht als russischer oder typisch russischer Zupfkuchen. Manche sagen, er sei irgendwie, er stammt aus der Ukraine, aus der Türkei, was auch immer. Ich habe beim Messer. Ich habe, wie gesagt, mich wieder ein bisschen schlau gemacht und habe einen Blog-Eintrag im Internet gefunden, der sich der genau darüber gebloggt hat. Und der hat wohl Dr. Oetker, ich muss ja halt sagen, ne? Weil da gab es ja damals die Werbung von Dr. Oetker mit dem russischen Zupfkuchen und der Olga. Und da hat er wohl Dr. Oetker angeschrieben und gefragt, wie kann es sein, dass kaum ein Russe weiß, dass es russischer Zupfkuchen ist. Und da hat er tatsächlich auch eine Antwort bekommen von Dr. Oetker, in der steht, das erzähle ich hoch, das erzähle ich noch kurz, bevor ich hier gleich am Mixen bin. Da hat Dr. Oetker geantwortet, tatsächlich ist es so, dass Ende 92 irgendwie ein Rezeptwettbewerb stattgefunden hat bei Dr. Oetker, wo die Leute ihre ganzen Rezeptideen und so weiter einschicken konnten. Und da gab es diese Version von diesem, ja, im Grunde genommen ist der russische Zupfkuchen ja nicht Zupfkuchen, nichts anderes als ein Schokoladenkäsekuchen, ja, im Grunde genommen. Also ähnlich wie der Zebrakuchen, der im Grunde genommen ja nur ein Marmorkuchen ist, aber dazu habe ich mich ja schon letztes Mal geäußert. Also da gab es einige Ideen und tatsächlich ist es so, dass dieser Zusatz russischer Zupfkuchen tatsächlich von Dr. Oetker selbst kam, weil, und jetzt passt auf, dass der Teig, der gezupft wird, der sah ungebacken auf dem Käsekuchen so aus wie die Turmspitzen russischer Kirchen. Das stand da wirklich in der Mail drin. Also gut, man kann ja natürlich halt die Echtheit dieser Mail in Frage stellen, gar keine Sache, aber die Idee allein dahinter. Also ganz offiziell, so wie es aussieht, ist das eine Idee seitens Dr. Oetker gewesen, was man immer auch davon halten mag. Also jeder kennt es als Zupfkuchen und das ist auch okay. So, genug geplappert. Ich habe jetzt hier stehen die Maschine, weil ich habe hier ein bisschen Platzmangel. Sodom und Gomorra, aber ist ja okay. So, den habe ich jetzt hier, den werde ich jetzt gleich mit einem Knethaken natürlich, wie es sich gehört, für rund 5 Minuten, halt, bis ein fester Teig geworden ist, anschmeißen. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn die Sache hier fertig ist. So, liebe Leute, da wären wir auch schon wieder. Ich habe das Gerät schon weggepackt. Wie ihr sehen könnt, hier haben wir einen sehr tollen, einen sehr tollen Schokoteig. Schön fest. Eventuell noch ein bisschen klebrig, das ist aber nicht schlimm, der muss sowieso erst noch kalt gestellt werden. Ja? Dann nehme ich jetzt mal den ganzen Klumpen hier raus. Und ihr seht auch schon, da ist kaum was über. Ja? Also er löst sich schon sehr gut. Das kann man den hier noch halt ein bisschen mit der Hand ein bisschen fest andrücken, halt ein bisschen, ne? Kennt man ja, ein bisschen rumspielen. Das hat man als Kind immer gern gemacht, wenn man das durfte von seiner Mama aus. Wenn man den Teig ein bisschen festkupfen soll, ist einmal so ein Fest. So, den werden wir jetzt gleich teilen. Ja, einmal für den Boden und dann einmal die andere Hälfte für den Rand und auch für den Belag. Also für das Gezupfte halt. Ja? Jetzt nehmen wir hier die Schale, ich würde sagen. Ja. So ungefähr, ist jetzt ungefähr die Hälfte, obwohl man muss nicht unbedingt jetzt einen Rand machen, ganz ehrlich, ich bin gar nicht so ein Fan vom Rand, beim normalen klassischen Käsekuchen da schon eher, da haben wir aber auch nicht so viel Teig, da ist ja der Boden und der Rand auch ein bisschen dünner, ja.
Ja. Aber okay, machen wir das erstmal. Ich würde sagen, hier kann sogar ein bisschen mehr für den Boden. Ein bisschen mehr als die Hälfte für den Boden. Ja? So, reintropfen. So. Dann brauchen wir diese Glasichtfolie. Muss man nicht machen. Kann man, muss man jetzt aber nicht. Ja. Und darin wickeln wir die Dinger ein. So. Einfach ganz bequem. Bisschen umständlich. Das ist das Einzige, was ich hier dran nicht wirklich mag, dass das so unsauber ist beim Abreißen und so weiter. Also es ist ja halt keine Silberfolie, kein Backpapier. So, einmal. Den packen wir gleich für ungefähr eine halbe Stunde. Das müsste ausreichen. Wenn euch der Teig immer noch viel zu weich ist und zu feucht, dann kann es daran liegen, dass ihr eventuell ein bisschen mehr Mehl benötigt. Einfach, das merkt ihr ja schon beim Mixen, einfach ein bisschen mehr nachgeben, dann passt das schon. Ja? So, das müsste reichen. In der Zeit, wo wir hier gleich den Teig ein bisschen abkühlen, werden wir schon mal die Füllung vorbereiten. Ja. So. Die beiden Sachen, man sagt ja jetzt auch, Entschuldigung, da bin ich wieder, man sagt ja jetzt ungefähr eine halbe Stunde. Je nachdem, wie fest der Teig geworden ist und wie trocken der schon ist. So, wo habe ich... Habe ich die Schüssel gar nicht? Entschuldigung. So. Okay. So, die können wir schon mal wegpacken. Dann kommt jetzt. Wir verarbeiten natürlich mit einem Schneebesen, wie es sich gehört, die Füllung. Ich mache jetzt hier schon mal den Ofen an. Wo ist der? So, nicht auf volle Power. Obwohl, ist eigentlich egal. Man kann ja auch auf volle Power stellen. Wenn er schon anfängt, warm zu werden, kann man ja die Platte ausmachen, den Topf von der Platte nehmen, schmilzt ja von alleine. Was ist denn hier bitte? Hallo? Wie können hier die Schokoladen... Schokolade drin. Vom Teig. Ich hab die nicht da... Naja, man weiß es nicht. Gut, nehmen wir erstmal die Eier. Packen wir wieder, würde ich sagen, alle zusammen rein, wie man es ja, geht das mal hier. Eier aufschlagen liebe ich. Entweder klappt es hundertprozentig, super, oder es geht total daneben. Meistens ist zweiteres bei mir der Fall. Auch hier beim Backen gebe ich aber nie zu und versuche ich mir auch nie anmerken zu lassen. Klappt nur leider selten. Hier nicht auf. So, die Eier. Jetzt habe ich die an der Seite aufgeschlagen. Ja, da muss ich halt spülen, wo gehobelt wird. Da fallen Späne. So, dann machen wir mal schon wieder Schokolade. Überall ist... Ich habe doch gar nicht so viel... Das verstehe ich gar nicht. So, dann rühren wir mal, wie wir fröhlich sind. Ach halt, schaut mal. Vanillezucker vergessen. So, ihr seht... Oder ihr seht nicht, die Margarine fängt schon langsam an zu schmelzen. Zu zerlaufen. Ich würde sagen, im Prinzip müsste das jetzt eigentlich schon reichen an Wärme. Die Platte ist warm. Und die Margarine kann jetzt schön in Ruhe dahin schmelzen. So, und diese Folge wird jetzt wieder um einiges kürzer als die letzte Folge. Die letzte Folge war auch eine Special-Folge, wenn man ganz ehrlich ist. Einige haben erwähnt, dass es halt zu lange dauert bei mir. Das liegt aber im Grunde genommen daran, dass ich halt alles ein bisschen... Ich nehme mir halt extra Zeit. Ich nehme mir bewusst Zeit, um euch das alles zu zeigen. Habe ich
irgendwas hier vergessen? Mir kommt das so vor, als hätte ich was vergessen. Wenn man ganz ehrlich ist, wenn man jetzt die An- und Abmoderation überspringt, ja? Muss man auch noch dran... Hört ihr das? Das sind die Bauarbeiter von draußen, die, ihr wisst ja, die Straße und so weiter. Die sollten eigentlich schon längst, naja. So, wo habe ich mein Messerchen? Gibt es nämlich einen kleinen Trick. Ein Traum ist es ja immer, den Quark rauszukriegen. So, wenn man Glück hat, geht er von alleine raus. Ansonsten kann man mit einem kleinen Piekser hier oben nachhelfen. So, es müsste eigentlich durch die Luft, die da reinkommt, der Druck groß genug sein, dass der ganze Quark ohne Probleme und ohne großartig schaufeln zu müssen, einfach außer Packung kommt. So, was wollte ich sagen? Genau, die Länge. Wie gesagt, zum einen kann man ja An- und Abmoderation überspringen und zum anderen, wenn man ganz ehrlich ist, ich meine, ich stelle ja wirklich jedes Mal die Rezepte vor, die Zutaten von den Rezepten, also ich zeige euch jedes Mal die Eier und ich weiß, natürlich ist mir bewusst, dass ihr wisst, wie Eier aussehen. Aber das gehört ja halt dazu, was wir brauchen. Und wenn man jetzt ganz ehrlich ist, wenn ich jetzt privat, also ohne Kamera, jetzt hier irgendwas backen möchte, dann lege ich nicht da ja erst irgendwo in eine Schale oder nehme mir extra irgendwelche Teller, um da Zucker und Mehl reinzupacken. Dann geht das direkt aus der Packung in die Schüssel. Oder halt erstmal in den Messbecher und dann in die Schüssel. Da erzähle ich auch nicht großartig. Das geht ruckzuck. Aber ich möchte es ja ein bisschen auch erklären. Ihr sollt ja auch wissen, was ist da überhaupt los. Ja. Und ich versuche ja auch so ein bisschen, ja, ein bisschen zu unterhalten. Allein schon hier mit dieser Geschichte, mit der Namensherkunft des russischen Zupfkuchen, allein solche Sachen halt, ja. Denn ich denke mal, so ganz trocken muss so ein Wachsen nun gar nicht sein. Meine Meinung jetzt. So, jetzt haben wir das hier. Die Margarine, ja, kann noch ein bisschen, ja, ich muss jetzt auch rühren. So, der Ofen ist, ich weiß nicht, der Ofen ist immer noch an. Ich weiß nicht, habe ich ihn jetzt zu früh schon vorgewärmt, weiß nicht. Ist jetzt aber, tut jetzt aber auch nicht irgendwie was zur Sache. Ist der jetzt schon geschmolzen? Ich habe nicht gekleckert. Warum passiert mir das immer vor der Kamera? Das geht doch nicht. Ich wollte doch nur gucken. Also liebe Kinder, ihr könnt alles nachmachen, nur nicht das Klickern. Oder liebe Leute, es sind ja nicht nur Kinder zu Hause. Gut, ich würde sagen, der Quark ist gut durchgerührt. Nehmen wir die leckere Puddingpulvermischung. Man kann natürlich auch Speisestärke hinzufügen mit ein bisschen Vanillearoma. Im Grunde genommen ist ja nicht viel anderes mehr hier in dieser Packung, in dieser Fertigmischpoke drin. Ja. Aber wir wollen es ja relativ einfach halten. Und je weniger verschiedene Zutaten wir nehmen müssen, desto besser und einfacher. Genau das ist ja eigentlich mein Ziel, dass wir das halt so einfach wie möglich halten. Hier kann man natürlich mit dem Mixgerät die ganze Sache in Angriff nehmen. Aber ganz ehrlich, der Teig muss eh kühlen. Und wenn man doch Strom sparen kann und vor allem auch Lärm, warum soll man das dann nicht machen? Ganz ehrlich. So, wie ihr sehen könnt, ich weiß nicht, könnt ihr sehen? Könnt ihr das sehen? Könnt ihr das sehen? So, alles klumpfrei, wunderbar, riecht auch schon super lecker. Ich liebe ja diesen Käsekuchen auch. Wie gesagt, es ist halt natürlich ein modifizierter Käse, Schoko-Käsekuchen. Ja? Ähnlich wie beim Zebrakuchen, aber ganz ehrlich, den richtigen Käsekuchen, den klassischen Käsekuchen, den werde ich auch noch machen, steht hundertprozentig fest. Ich meine, noch gab es ja keine Wünsche zu irgendwelchen Kuchen. So, jetzt finden wir die zerlaufende Margarine hier
Bein und rühren das auch nochmal alles zu einer einheitlichen Masse. Und dann geht die Füllung ganz ruhig. Dann ist die Füllung aber auch schon fertig. So, wenn aber die Margarine hier drin ist, die zerlaufene, bitte vorsichtig rühren. Ansonsten schwappt das alles wieder aus der Schüssel raus und die Schweinerei ist vorprogrammiert. Also wie gesagt, liebe Leute, einen klassischen Käsekuchen wird es auch noch geben. Vielleicht nicht nächste Folge, vielleicht nicht übernächste, aber es wird definitiv einen leckeren klassischen Käsekuchen geben. Ebenso wie ich mich eventuell mal an einen Bienenstich wagen möchte. Allerdings ist es ja so, dass ein Bienenstich traditionell mit einem Hefeteig gemacht wird, zubereitet wird. Ich bin ganz ehrlich, Hefeteig, ich bin mit Hefeteig ein bisschen auf Kriegsfuß. Ich kann alles machen, oder eigentlich fast alles, aber mit ein bisschen Übung habe ich das drin. Aber ein Hefeteig, es klingt mir einfach nicht, ich weiß nicht warum, er geht einfach nicht auf. Was ich absolut nicht verstehe, die Grundvoraussetzungen erfülle ich ja. Ich meine, ich bin ja auch aufgegangen wie ein Hefeteig, ohne Probleme. Da kannte ich nichts, aber der Teig an sich in der Schüssel, nein. Und obwohl ich ein Mensch bin, der nicht loslassen kann, ne, habe ich den Teig doch noch die Zeit gegeben, ne, zu gehen und so weiter. Ja, ein blödes Wortspiel, war auch total unwitzig, aber mir fiel es gerade an und ich dachte, kannst du mal bringen. Sorry. Nein, es ist wirklich so, ich habe bis jetzt auch nur mit Trockenhefe gearbeitet. Werd mal versuchen, mit frischer Hefe da mal ans Werk zu gehen, vielleicht auch eventuell mit einem Vorteig zu arbeiten. Und ich rühre mir hier einen Wolf, das brauche ich gar nicht mehr. Wie ihr sehen könnt, ja, alles schön cremig, alles schön gut, klumpfrei, alles. So, dieser Teig, nein, diese Füllung ist bereit, ja, aufgefüllt zu werden. Jetzt haben wir aber gleich noch ein bisschen Arbeit vor uns. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen kleinen Schnitt, weil der Teig muss noch ein bisschen abkühlen. Ich würde sagen einfach, bis gleich. So, liebe Leute, da sind wir auch schon wieder und wie ihr sehen könnt, ich habe in der Zeit ein bisschen gespült, ein bisschen sauber gemacht, hier alles klar schiff gemacht und ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt zu dem Teig. Ja, wie machen wir das? Ich habe vergessen zu Beginn zu erwähnen, dass wir wie immer mit einer 26 cm im Durchmesser großen Springform arbeiten. Ist bis jetzt ja eigentlich immer so gewesen, außer beim Laberkuchen, aber erwähnt man ja halt, ne? So, jetzt müssen wir erstmal den Teig, den Boden ausrollen und den verarbeiten wir gleich Rand und das, was da halt oben drauf kommt. Jetzt gibt es mehrere Varianten. Man kann zum einen das, was ich immer gemacht habe, einfach mit der Hand ein bisschen den Teig so lange andrücken, bis der komplette Boden ja, bedeckt ist. Normalerweise rollt man den natürlich mit Nudelholz. Und das machen wir diesmal auch. Und ich habe da einen kleinen Trick. Ich mal kurz gucken. Ich habe heute einen Platzmangel, das ist unglaublich. Also, wir nehmen die Rückseite. Und das, wie ihr sehen könnt, ist er hier so schön umrandet. Ja, richtige Form. Da kann man problemlos den Teig gleich ausrollen. Und der wird dann schön, ohne dass man großartig hier über den Rand kommt und so weiter. Dann nehmen wir halt ein Backpapier, drehen das einmal um, dann haben wir es hier auf dem Backpapier und legen das dann da drauf. Einfach total kinderleicht. Jetzt habe ich, glaube ich, ein kleines Problem. Und zwar, ich glaube, das Ding rutscht hier gleich. Und da gibt es einen kleinen Trick, den ich jetzt gerne mal ausprobieren möchte. Ich glaube, ich habe den damals mit einem normalen Handdruck gemacht, da klappt das. Wenn ihr irgendwie eine Arbeitsplatte habt und ihr wollt was rollen, so wie hier jetzt, ja? Und das Ding rutscht immer hin und her, sodass das Rollen so gut wie unmöglich ist. Nehmt ein Geschirrtuch, macht es einmal komplett nass, aber es soll nicht triefen, also ne, gleich nur nass machen, ausbringen und dann unter der Springform legen. So, gut ausbringen. So, legen wir das mal kurz weg auf die Seite. So, dann nehmen wir das mal so hin. So, dann packen wir die Form drauf und wie ihr sehen könnt, es rutscht weniger.
Ich glaube, mit dem richtigen Handtuch ist es noch besser. Ist ein alter Trick. Habe ich eigentlich bis jetzt, ich glaube, nur ein oder zweimal höchstens anwenden müssen. Klappt aber immer. Also wunderbar, keine Sache. So, dann nehmen wir den Teig. Ist das jetzt eigentlich der richtige? Ja, gut, der ist kleiner. Genau. Okay, dann nehmen wir den Teig, packen den aus. So. Ja, ein bisschen weich und feucht ist der noch, ist aber nicht schlimm. So, jetzt kann man den ein bisschen, rund ist er ja schon, ja? Ihr seht, der ist schön rund. Ein bisschen platt drücken. So, dann legen wir ihn hier drauf. Mittig natürlich. Dann nehmen wir, ja, man sollte natürlich nicht mit der Hand reingehen. Den Löffel habe ich gar nicht, Entschuldigung. Dann nehmen wir mal gleich eben ein bisschen. Na komm. Da habe ich den Löffel von vorhin gar nicht sauber gemacht. So, dann nehmen wir halt ein bisschen. Sei mal nicht so klumpig hier. Ja? So, packen ein bisschen drauf. Mehr braucht im Grunde genommen auch nicht. So, schön verteilen. Das bisschen, was übersteht, das kann man ja gleich abklopfen, was auch immer. So, und dann kann man hier bequem den Teig entlang der Form vornehmen. Also wunderbar schön ausrollen. Der ist jetzt ein bisschen rissig, was aber nicht schlimm ist, liebe Leute. Das gibt sich, wenn man noch ein bisschen Mehl hinzupackt. So. Und einfach drüber rollen. Ich persönlich habe so mein Problem mit dem Rollen. Ich mag das Rollen eigentlich gar nicht. Ich bin, wie gesagt, immer mehr so der lieber gerne eindrückt. War schon immer so gewesen. Ich weiß nicht warum. Und nein, das ist nicht, weil ich irgendwie eine Nudelholzphobie habe, wegen irgendwelchen eventuellen Frauengeschichten. Dusch. Nein, natürlich nicht. Nein. Meine liebe Frau war immer lieb zu mir. Falls du das siehst, Schatzi, alles okay. Ich rede nicht schlecht über dich. Und selbst wenn, hätte sie nie Nudelholz gebraucht. Das kriege ich wieder. Und ich merke gerade, wenn jetzt das Nudelholz ein bisschen schmaler wäre, hätte ich auch weniger Probleme damit. Aber im Großen und Ganzen ist es schon okay. Ja? Du musst nur versuchen, hier, weil es natürlich rund ist, dass man da natürlich ein bisschen an die Ecken kommt und dementsprechend auch rollen muss. Ist auch auf jeden Fall durch den Rand wesentlich angenehmer zu rollen, weil der Rand ja den Teig großräumig abfängt. Ich glaube, ich weiß, warum ich das Rollen generell nicht mag, weil es immer so lange dauert. Ich weiß nicht. Stelle ich mir aber Schöneres vor in der Zeit. Naja gut, was willst du machen, ne? Wo gehobelt wird, da fallen Späne. So, jetzt habe ich aber vergessen, hoffentlich wird mir das nicht zum Verhängnis. Jetzt habe ich vergessen, den Boden hier mit Mehl auszulegen. Beziehungsweise ein bisschen zu bestäuben. Hoffentlich löst er sich jetzt gleich. Wenn nicht, wird's gruselig, Leute. Dann muss ich improvisieren. Und wenn ich improvisiere, das wird schon. Ich nehme mal hier das Backpapier. So, drücke es leicht an. Dadurch, dass der Teig noch ein bisschen feucht ist, bleibt auch das Backpapier gut haften, ja? So, dann drehen wir die ganze Geschichte um. Und jetzt na, bereue ich es? Ja, ich bereue es. Na komm schon. Ja, der Künstler ist am Werk und okay. Jetzt ist Notfallplan angesagt. Jetzt muss ich ein bisschen gucken, ob ich das nicht total. Soll ich das zu sehr.
Ach, ich glaube, das wird hässlich, Leute. Ich würde sagen, ich mache lieber einen Schnitt, weil ich glaube, das möchte ich euch nicht antun und mir möchte ich die Schmach ersparen. Deswegen, bis gleich. So, liebe Leute, hier wären wir wieder und ich musste eine kleine Zwangspause einlegen, leider Gottes. Zum einen, weil ich es tatsächlich nicht geschafft habe, den Kuchen hier zu retten. Das heißt, der war noch nicht kalt genug und ich habe das ganze Mehl vergessen. Und das ganze Ding riss ab und ich musste auf gut Deutsch also komplett den Boden normal ausrollen, wie man es normalerweise macht. Ich schäme mich ganz ehrlich, sorry Leute, vergesst das, was ich vorhin gemacht habe. Macht es ganz standardmäßig, halt, wie man es halt macht, ja? Ich habe den Ring auch schon drauf. Ihr seht, ganz normal. Ich werde jetzt diesen Rand ein bisschen abreißen. Normalerweise schneide ich den immer. Aber heute ist es ein bisschen laut. Das hätte ich vorher machen sollen. Tut mir leid, sorry. Aber momentan, mir ist auch nicht wirklich gut momentan. Weil, wie gesagt, erstmal der Ärger mit dem Teig. Und dann musste ich die Zwangspause einlegen, weil die lieben Arbeiter hier vor der Tür, die sind ja immer noch die Straße hier am aufreißen, beziehungsweise mittlerweile sind sie jetzt die Straße komplett wieder neu am Aufbauen. Und da haben sie sich gerade eben mal gedacht, weißt du was? Die Steine, die wir verlegen, die müssen ja noch zugeschnitten werden, dann machen wir das mal, ja? Und dementsprechend laut war das und das ist so... Das ist so laut gewesen, da ging gar nichts mehr. Das hätte auch keinen Spaß mehr gemacht. So, aber egal. Kommen wir zurück zum Kuchen. Wir haben ihn ausgelegt. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Denn wie gesagt, eigentlich bin ich nicht für einen Rand. Und ich glaube, so wie das hier aussieht, kann man einen Rand machen, weiß ich nicht. Mache ich jetzt einen kleinen Rand? Normalerweise macht man den Rand halt ähnlich wie beim Käsekuchen komplett hoch, also auf 2-3 cm. Ich würde sagen, es reicht, wenn wir uns hier immer stückchenweise abrollen und dann hier so rein. Ich zeige euch das mal ungefähr, wie das dann aussieht. Ja? Das war dann hier so ungefähr auf der Höhe, so ungefähr 1 cm. Das muss eigentlich reichen. Im Prinzip braucht auch gar kein Rand. Also das hängt ganz davon ab, wie ihr es gerne hättet. Es muss definitiv nicht. Ich habe es oft genug gemacht, diesen russischen Zupfkuchen ohne Rand. Hat wunderbar geklappt. Da ist auch nichts an der Seite rausgequollen oder so. Die Masse, die Füllung, die wird ja auch fest genug. Da läuft nichts raus oder entflieht oder auch beim Schneiden. Gar kein Problem. Also sollte es da irgendwelche Leute geben, die da was anderes behaupten, die haben dann definitiv was falsch gemacht. So, das war jetzt aber glaube ich ein bisschen zu viel. Das Problem hierbei ist jetzt, wenn ich zu viel Rand mache, habe ich die Bedenken, dass ich zu wenig Teig zum Zupfen habe. Für obendrauf. Und das ist ja auch nicht das, was wir wollen, ne? Wir wollen ja... Ich mach das mal. Und ich hoffe, jetzt ist draußen Ruhe. Damit ich hier wenigstens das hier zu Ende machen kann. Das ist schon sehr ärgerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber du kannst jetzt nicht rausgehen und sagen, Leute, mach mal Pause. Ich nehme hier gerade eine Folge auf für YouTube. Kann man machen. Aber ich glaube, das ist nicht so von Erfolg gekrönt. Also, dass man hingeht und es sagt schon. Hört ihr das? Ich weiß nicht, ob man das hört. Ja, sie schneiden wieder. Ein Traum. Ich gehe mal ganz kurz gucken. Ey, hört auf! Ey, ich mache gerade eine Folge! Ah. Nein, 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 nicht, nein, nein, bleib da, bleib, nein, nicht hochkommen, nein, bleib, nein, ich, ja, ja, mach weiter. Ich habe denen gesagt, ist nicht schön, aber mach ruhig weiter, ich komme damit klar. Waren ganz lieb, die Leute. Ein bisschen ruppig manchmal. So. Jetzt komm schon. Deswegen, der Rand hier, ich mag eigentlich keinen Rand machen.
Rand macht man einfach halt nur beim normalen Käsekuchen. So, jetzt haben wir hier auch den Rand. Gewinnt jetzt auch kein Blumenstrauß. Also nicht Blumentopf. Weiß ich nicht. So, jetzt haben wir hier provisorisch ein bisschen den Rand. Ist doch okay. Ja. So, und von dem Rest hier, da zupfen wir uns gleich. Ist jetzt auch gleich fertig. Man merkt, ich habe den Schwung, den ich vorhin hatte. Weil wenn man einmal in Fahrt ist und so weiter, den Schwung, den hat man so total irgendwie verloren, wenn man dann halt so unterbrochen wird. Auf so dumme Arten und Weisen. Dumme Arten und Weisen, genau. So, ganz ruhig. So, dann rühren wir noch einmal um. So. Und dann nehmen wir halt wieder den Teigschaber, wie gewohnt eigentlich, ja? Und die ganze Füllung ist natürlich flüssig. So soll es auch sein. Es ist keine Sahne, die irgendwie steif geschlagen wurde oder so. Es muss flüssig sein. Also nicht wundern. Ja? So. Okay. So. Verteilen wir den hier noch ein bisschen. Muss aber nicht, weil der verteilt sich aufgrund der Tatsache, dass er nass ist. Oder flüssig ist, nass ist. Was rede ich denn da? Leute, ihr lenkt mich ab. So, verteilt er sich automatisch. So. Jetzt haben wir, ich weiß nicht, sieht man das? Ja, doch, das sieht man sehr gut. Ich kann es aber jetzt nicht mehr schräg halten, weil sonst wird es halt natürlich. So. Jetzt nehmen wir ganz einfach solche Dinge und legen es einfach drauf. Und das ist das große Geheimnis und der große Hintergrund, warum dieser Kuchen Zupfkuchen heißt. Und früher war es so, früher habe ich den immer mit so viel Teig belegt, dass er komplett dicht war. Da hat man nichts mehr von der Füllung gesehen. Muss man gar nicht. So. Den Kuchen mache ich hier tatsächlich häufiger. Allein schon für meine Tochter, für meine geliebte Frau oder Ex-Frau halt, je nachdem. Die liebt den Kuchen ebenso. Und meine Jungs, ich muss noch ein bisschen, das ist ein bisschen klebrig noch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und meine Jungs, die essen sowieso jeden Kuchen, beziehungsweise mein größerer, mein großer Sohn. Der Kleine, dem ist das egal. Der mag zwar Kuchen, aber muss jetzt nicht. Aber der Große, der ist verrückt. Der ist genauso wie ich. Mein ganzer Stolz. Nein, ich liebe alle meine Kinder natürlich. So. Jetzt ist wieder ein bisschen zu. Okay. So, ist noch ein bisschen. So, jetzt ist noch wirklich ein bisschen wenig an Zupfdinger. Aber es ist ausreichend, um dem Kuchen seine charakterischen Züge zu geben, wenn man das so sagen darf. So, ihr seht es von hier, hoffe ich ein bisschen, ja? Okay, der kommt jetzt rein für circa eine Stunde, wie gesagt bei 160 Grad Ober-Unterhitze oder aber 180 Grad Heißluft. So, vorsichtig, nicht dass ich mich verbrenne. Das könnte mir natürlich passieren, ist das auch richtig angestellt. Alles okay, wunderbar. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in einer Stunde wieder. Obwohl, stimmt gar nicht. Eine Stunde Backzeit und dann muss der Kuchen natürlich noch ein bisschen abkühlen und so weiter. Ich würde sagen, wenn er fertig ist und ein bisschen abgekühlt ist, sehen wir uns wieder. Und dann schneiden wir den auch an und schauen, wie er geworden ist. Und ich mache in der Zeit ein bisschen sauber und wir sehen uns gleich. So, meine lieben Leute, da wären wir auch schon wieder. Ich habe den Kuchen jetzt eine Stunde im Ofen gehabt, ein bisschen länger, deswegen ist er auch ein bisschen dunkler geworden, wie ihr hier seht. Er ist nicht angebrannt, das sieht jetzt ein bisschen dunkler aus wahrscheinlich. Ich zeige es mal hier ein bisschen. Also ich habe ihn ein paar Minuten länger drin gelassen, deswegen nicht geplant.
deswegen ist es halt ein bisschen dunkler geworden, aber ansonsten vollkommen okay. Müsst ihr halt aufpassen, gerade Käsekuchen, der wird ganz schnell dunkel. Und ja, ich habe die jetzt circa eine Dreiviertelstunde abkühlen lassen, deswegen ist auch wieder ein bisschen runtergegangen. Und ich würde sagen, den schneiden wir jetzt an, schauen wir uns an, wie er ist, wie er geworden ist und ja, wird, na, komm schon, okay. Schneid einmal komplett durch. Der ist noch ein bisschen warm. Also er sollte natürlich komplett abgekühlt sein, aber das macht ja jetzt erstmal nichts. So, ich schneide wieder mal ein bisschen mehr. So. Na, komm schon wieder. Vorsichtig. Ah, wunderschön. Genau so soll er aussehen. Ihr seht, eigentlich im Prinzip, wie gesagt, hier ist der Rand. Käsekuchen, warum das jetzt so weit drin ist, weiß ich gar nicht. Normalerweise müsste das eigentlich komplett, ich zeige das mal hier. So, jetzt sehen wir hier, dass ein paar Zupfen scheinbar drin sind. Wie auch immer, es ist aber auf jeden Fall genauso, wie es sein sollte. Wie gesagt, halt oben nur ein bisschen dunkel, aber das soll ja jetzt nicht unsere Sorge sein. Ihr seht, sobald man 2-3 Minuten zu spät am Ofen ist, kann sowas passieren. So, jetzt probieren wir mal. Riechen tut er auf jeden Fall sehr lecker. Mein Gott. Also der ist wirklich super lecker, super gelungen. Ganz genau so, wie es sein soll. Ein bisschen süß ist er schon, aber prinzipiell ist er generell süß. Ich habe schon ein bisschen weniger Zucker genommen, als im Grundrezept drin steht. Und wie gesagt, er ist sehr mächtig, aber wirklich komplett lecker. Ernsthaft, Leute? Hört ihr das? Also... Ich könnte... Nein, 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 das nicht. Aber irgendwas... Egal. Soll nicht unsere Sorge sein. Also wie gesagt, super lecker. Jetzt ist die Folge doch ein bisschen länger geworden. Das war gar nicht geplant, das wusste ich ganz, war mir gar nicht so bewusst, dass es doch so lange dauert. Allerdings muss man ja zugestehen, gab es ja halt den einen oder anderen kleinen Zwischenfall und von daher hat es sich halt ein bisschen in Länge gezogen. Aber ansonsten normalerweise geht das eigentlich schneller. Ich habe es ja am Anfang mal erwähnt in Sachen Folgenlänge und so weiter. Aber gut, dazu habe ich alles gesagt. Ich würde sagen, den verputze ich, noch bin ich alleine. Meine Söhne sind noch alle in der Schule. Die wissen gar nichts, ach da Schande, die wissen das doch. Ich hab denen das ja gesagt, verdammt. Ja, ich hätte den sowieso ein Stück übrig gelassen. Also, uff. Ja, also. Aber das nicht, das werde ich jetzt. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir sehen uns gleich in der Abmoderation und, abschalten. So, liebe Leute, das war's auch schon wieder für diese Folge. Vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Für all diejenigen unter euch, die das Rezept nachmachen möchten, viel Spaß und vor allem natürlich gutes Gelingen. Ihr Lieben, falls euch die Folge gefallen hat, lasst bitte ein Like da. Für Kritik, Anregungen, Wünsche, was auch immer, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich antworte wirklich auf jeden Kommentar. Abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Und ich würde sagen, mit diesen Worten bedanke ich mich nochmal recht herzlich und wünsche euch noch eine angenehme und schöne Woche. Und ich würde sagen, wir sehen uns spätestens nächsten Dienstag um 15 Uhr wieder, wenn es heißt Backen mit Nemesis. In diesem Sinne alles Liebe und alles Gute. Tschüss.